Gemüsesuppe, Fleisch und Fisch, das lieb ich gar nicht sehr. Kommt aber Pudding auf den Tisch, dann ruf ich, gib's noch mehr. Ich reiste gern ins Puddingland, wüsste nicht nur, wo es liegt. Ob man zu Fuß per Eisenbahn nach dort kommt oder fliegt. Ja, keine Mühe wär zu groß, vergessen sicher bald. Im Puddingland wär ich doch bloß, ist Pudding jung und alt. Habt ihr es gehört? Peter hat ein Puddinglied gedichtet. Gar nicht schlecht, was? Ich kann mir denken, dass es viele kleine Puddingesser und Naschkatzen gibt, die sich wünschen, es gäbe wirklich irgendwo ein süßes Puddingland, wohin man laufen, fahren oder fliegen könnte, um dort den ganzen lieben Tag Pudding zu essen. Aber wäre das wirklich so schön? Also ich möchte nicht nur Pudding essen. Und was Peter angeht, so würde er sich bestimmt den Magen verderben, wenn ich ihm jeden Tag Pudding vorsetzen würde. Ich reiste gern ins Puddingland, wüsste ich nur, wo es liegt, ob man zu Fuß per Eisenbahn dorthin kommt oder fliegt. Schluss jetzt mit der Singerei, der Tisch ist gedeckt. Komm, essen, beeil dich, ich hab's heute eilig. Was gibt's denn, Mutter? Etwas Gutes. Tomatensuppe. Schrecklich. Kartoffelbrei. Fürchterlich. Sauerkraut und Eisbein. Das nennst du etwas Gutes? Wenn du das alles aufgegessen hast, gibt's zum Nachtisch Himbeerpudding mit Vanillensoße. Kann ich nicht nur Himbeerpudding mit Vanillensoße essen? Jeden Tag dasselbe. Fängst du schon wieder an? Du weißt doch, dass... Himbeerpudding prima schmeckt. Ja, das weiß ich. Und alles andere schmeckt scheußlich. Aber Peter... Ach... Das wird Frau Säuberlich sein. Sie hat versprochen, bei uns zu klingeln, wenn sie zum Markt geht. Meinetwegen brauchst du nicht auf den Markt zu gehen. Du kaufst ja doch nur Gemüse, Kartoffeln, Obst. Ja, red nicht, iss lieber. Und denk daran, den Pudding zuletzt. Ja, ich komme schon. Ich bin schon unterwegs, Frau Säuberlich. Da saß er nun, der Peter. Allein mit der Tomatensuppe, dem Eisbein, Kartoffelbrei und Sauerkraut. Und daneben stand der rote Himbeerpudding mit Vanillesoße. Peter lief das Wasser im Munde zusammen. Er hatte nur Augen für den Pudding. Und je länger er ihn betrachtete, desto größer wurde sein Wunsch, ihn zuerst zu essen. Plötzlich hörte er eine Stimme. Hey, hallo, Peter, folge mir. Du brauchst dich nicht zu grämen. Ich werde dich im Nu von hier ins Puddingland mitnehmen. Dort sind die Teller reich gefüllt mit Pudding bis zum Rand. Dein Puddinghunger wird gestillt. Mir nach ins Puddingland. Ein Pudding, der sprechen konnte, das hatte Peter noch nicht erlebt. Zuerst dachte er, er habe sich verhört. Erst als der Pudding vom Teller sprang und sich eilig davonmachte, folgte Peter seiner Einladung. Mitten in der Küche hielt der Pudding plötzlich an. Ding, ding, put, 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 ding, ding, mein Zaubersprüchlein heißt, mit dem man Kinder leicht und flink zum Puddinglande reist. Dein Wunschtraum wird nun Wirklichkeit. Ins Puddingland tritt ein. Wir Puddinge alle sind erfreut. Willkommen sollst du sein. Willkommen. Peter traute seinen Augen nicht. Im Nu stand er mitten im Puddingland. Wie das duftete. Das Wasser lief ihm im Munde zusammen. Da reichte ihm sein Begleiter, der Himbeerpudding, auch schon einen Löffel. Herbei, ihr Puddings, anmarschiert, aus Sahne und Krokant, damit euch Peter nun probiert. Hoch lebt das Puddingland! Wir kommen schon! Von allen Seiten her!
Wir sind die erste S-Ration. Auf Wunsch kriegst du noch mehr. Peter war von Puddings umzingelt. Und je mehr er davon löffelte, desto mehr Puddings strömten herbei. Hatte Peter das Puddingessen bisher Vergnügen bereitet, so bekam er doch jetzt ein wenig Angst. Wie er sich auch mühte, er war ganz puddingsatt. Deshalb bat er: Ich hab genug vom Puddingschmaus und hoff, es ist euch recht, dass ich jetzt wieder lauf nach Haus. Mir ist ja schon ganz schlecht. So sehr Peter auch bat und flehte, immer mehr Puddings stürmten auf ihn ein und wollten gegessen werden. Da schrie Peter ganz verzweifelt: Oh, Hilfe! Helft mir doch! Denn sonst zerplatze ich! Zum Pudding werde ich selber noch! Oh, weh! Wie fürchterlich! Peter wusste nicht mehr aus noch ein. In seiner Not warf er den Puddinglöffel fort. Ihr warf den Löffel aus der Hand. Der Zauber ist vorbei. Das hochgelobte Puddingland gibt Peter wieder frei. Peter erschrak. War er geplatzt oder zum Pudding geworden? Nein, weder das eine noch das andere war geschehen. Er saß wieder in der Küche. Welch ein Glück. Er war wieder zu Hause. Und die Reise ins Puddingland hatte er nur geträumt. Aber anstrengend war es trotzdem gewesen. Er hatte plötzlich einen Riesenhunger, aber nicht auf Pudding, sondern auf ein kräftiges Mittagessen. Und er sang... Puddingland hab ich entdeckt in meinem Puddingtraum. Wie prima Mutters Essen schmeckt, was Besseres gibt es kaum. Gemüsesuppe, Fleisch und Fisch, die liebt der Peter jetzt. Und kommt der Pudding auf den Tisch, so esse ich ihn zuletzt. Put, 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 ding, ding, so heißt das Zauberwort, mit dem die Puddingreise anfing, ich lauf nie wieder fort.